Herzlich willkommen, Christian Deak, wieder am Start hier bei AMZ Pro, der Steuerberater unseres Vertrauens und vielleicht möglicherweise auch bald deines Vertrauens. Und heute geht es um ein ganz spannendes Thema und das werde ich immer wieder gefragt. Und Christian, ich glaube, du wahrscheinlich auch. Wie ist das mit dem Rechnungsservice bei Amazon? Sollten wir das machen oder wollen wir Amazon vielleicht doch nicht die Rechnungslegung unserer Company mit in die Verantwortung geben? Ja, moin zusammen erstmal. Die Antwort ist, glaube ich, denkbar leicht. Also am Ende ist es so, nur weil Amazon draufsteht, heißt das nicht, dass es gut ist. Es heißt aber auch nicht, dass es schlecht ist. Es ist nur so, dass die Eingabe dessen stark überprüft werden soll. Also ich werde mich jetzt mal hier im Hintergrund mal, weil ich darüber ein Buch, also ist Teil eines Buchs, was ich dafür geschrieben habe, da habe ich mir die Mühe gemacht. Ich habe erstmal 180 Seiten geschrieben und jetzt sammeln wir noch ein paar Zitate von Kollegen und bringen das dann Stück für Stück mal raus. Ich habe da jetzt ja auch nicht so die Eile, aber fertig bin ich jetzt mit diesem Mammutwerk und da war halt das Buch selber halt auch Teil des Ganzen. Also für B2B-Bereiche, ja, also im Ende ganz, ganz kurz, alles, was ich einer Software gebe, ja, und nicht vorher kontrolliert habe und danach auch nicht regelmäßig kontrolliere, ist doomed to fail. Also Amazon hat halt, Amazon kontrolliert keine Umsatzsteuer-IDs und Amazon ist nicht verpflichtet für das, was ihr über Amazon hinterher in Rechnung schreibt, zu haften oder Rechenschaft darüber abzulegen. Das heißt, ihr könnt euch so ein bisschen durchklicken, und das war's dann. Also, ob das richtig ist oder nicht, ist im Prinzip, wäre schön, wenn es so wäre, ja, weil tatsächlich auch wir Steuerberater jetzt nicht so heiß daraus sind, den Kram zu kontrollieren von morgens bis abends. Mhm. Aber ihr müsst euch die Frage stellen, wer das Programm geschrieben hat und ob das ein Steuerberater ist, der in allen EU-Ländern, also der von allen EU-Ländern wirklich Ahnung hat. Und da kann ich jetzt schon sagen, der wird es nicht geschrieben haben. Hundertprozentig nicht. Den gibt es nämlich erstens mal gar nicht. Ja, es gibt keinen Steuerberater, der mit dem ganzen EU-Recht und dem ganzen Zoll und den ganzen Tarifnummern so vertraut ist, dass er sich trauen würde, daraus ein ganzes Programm zu schreiben. Da wird immer nur eine große Masse abgeholt. Also ich würde das so machen. Ich finde solche Automatismen klasse, wenn sie denn funktionieren. Ich würde mir starke Gedanken darüber machen, wie ich das kontrollieren kann, weil ich glaube, das ist eigentlich auch so der Casus Knactus. Oftmals wird das Ding einfach genutzt und gar nicht mehr hinterfragt. Und ihr müsst da einfach euch dick hinter die Ohren schreiben, sagt man bei uns im Ruhrgebiet, ihr haftet dafür selber. Ja? So. Und wenn eine Betriebsprüfung ansteht, ich sage es immer wieder, ich sage es aber nicht, weil ich Steuerberater bin und damit Geld verdienen will, denn auch wir, Klammer auf, wollen wir gar nicht, Klammer zu. Da ist viel zu hektisch, viel zu nervenaufreibend und ist nicht planbar für uns. Definitiv nicht. Wir wissen nie, wie lange eine Betriebsprüfung dauert. Es wird unheimlich unangenehm, vor allen Dingen, wenn ihr keine Tax Compliance und Verfahrensdokumentation habt und dem Prüfer eigentlich gar nichts sagen könnt. So wie das 95% der Leute so tun. Nämlich einfach anschalten, sich keine Gedanken darüber machen. Verstehe ich auch. Da brennt ja auch keine rote Herdplatte und einfach nutzen. Also gehen wir mal auf die Vorteile ein. Ja, klar, es ist automatisiert. Amazon Business-Kunden, die verifiziert sind, denen werden direkt die Nettopreise gezeigt. Super. Erstellung und Übermittlung von Umsatzsteuerrechnungen im Namen des Onlinehändlers ist auch toll. Also dass der Teil automatisiert läuft, ist super. Man kann direkt auf die Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer zugreifen. Das ist auch super. Also es geht ja mittlerweile auch. Beim Verkauf reduziert sich einfach die rechnungsbezogenen Kundenkontakte, also das Prinzip der Aufwand für der organisatorische Aufwand stark sinkt, auch das ist toll. Business, Verkäufer, Badge, ja, also dass ihr ein höheres Vertrauen in potenzielle Käufer habt, also auch das ist toll. Also dass die ganz normal eingestellt werden können, die Produkte, ohne dass es da irgendwie abgegeben werden muss. Alles super. Aber wie gesagt, der Nachteil und die große Schwäche ist, dass es ja hier um Steuern geht. So. Und ich nicht glaube, dass alle Steuersätze in Gänze so hinterlegt sind, dass ich da persönlich mein Business drauf bauen würde. Vor allen Dingen, wenn es in den B2C-Bereich geht, dann am besten auch zwischen den EU-Ländern hin und her geht. Da muss einem einfach klar werden,
dass das umsatzsteuerlich gesehen, und das ist die Steuer, auf die es hier ankommt, schon immer absolutes Hochreck gewesen ist. Und das ist schon immer so gewesen. Das ist durch Amazon nichts Neues. Es ist halt nur krasser. Ja, früher gab es die Möglichkeit nicht. Da musste man schon ein Ladenlokal, eine Betriebsstätte anmieten, das hat man gemerkt. Ne? Man musste darüber und dass das heutzutage so möglich ist und so unheimlich einfach erscheint, ist ein logistischer, riesengroßer Vorteil. Da möchte ich überhaupt nicht wegdiskutieren. Das ist wahnsinnig toll. Das sind unsere größten Kunden, arbeiten damit. Also alles gut. Aber Umsatzsteuer und Zoll, ja, sind halt beides Sachen, die sind alt. Die sind nicht neu geschrieben worden. Und es ist eine totale Herausforderung, diesen Datenströmen so gerecht zu werden, dass die nach der umsatzsteuerlichen Compliance-Prüfung, das bedeutet, man verfolgt eine klare Rechtslegung in allen EU-Ländern gleichermaßen, dass das so umgesetzt und verfolgt wird, dass es dann noch GOB-konform ist. Das heißt auf gut Deutsch, ihr möchtet irgendetwas verkaufen. Nehmen wir mal von Deutschland ab nach Spanien rüber, aber nur ins Lager. Und von dort aus ein bisschen im Lager verkauft, durch Coming in Buy and Sell, ein bisschen im Land selber oder von dort aus direkt wieder weiter nach Tschechien, aber nur ins Lager. Und von dort aus dann, meinetwegen, nach Frankreich, direkt zum Kunden. Für eine Sache, bei jedem Grenzübertritt, eine umsatzsteuerliche Prüfung, also jeder Grenzübertritt ist ein umsatzsteuerlicher Tatbestand. Das ist so. In unserer Welt nennt sich das steuerbar. Also man könnte das theoretisch be- und versteuern, muss aber nicht zwangsweise. So, also steuerbar, aber eventuell steuerfrei. Mhm. Also eine innergemeinschaftliche Lieferung von dir selbst an dich selbst in Tschechien, wenn zum Zeitpunkt der Lieferung die Umsatzsteuer-ID gültig ist, zum Zeitpunkt der Lieferung, ist steuerbar, aber steuerfrei. Aufgrund der innergemeinschaftlichen Lieferung von einem Unternehmer an einen Unternehmer. Jetzt merkt man vielleicht diesen kleinen Übertritt, dass da geprüft werden muss. Wir sind noch nicht dabei, dass die Umsatzsteuer-ID zum Zeitpunkt eines jeden Grenzübertritts, also zum Zeitpunkt der Lieferung, also wenn es schon losgeht, geprüft werden muss. So. Das müsste für jede Lieferung einzeln geschehen. Also ein einmaliges Reinpacken einer Umsatzsteuer-ID, ein Formular, ist nicht gültig. Wird so gemacht, ist aber nicht gültig. So. Hm. Wenn es dann weitergeht, von diesem einzelnen Paket merkt man, glaube ich, relativ schnell, das wird eine lange Excel-Liste. Ja? Ja. So. Und das nächste ist, Excel-Liste ist ein No-Go. Ja? So. Natürlich läuft es auf eine Excel-Liste hinaus, auf eine CSV, wie wir das Kind immer nennen. Sie ist aber veränderbar und wird einem strengen Betriebsprüfer nicht standhalten. Ihr werdet ja mich fragen, ja, was soll ich denn sonst noch machen? Kann ich nur sagen, keine Ahnung. Anders geht es ja eh nicht. Aber ich will nur sagen, jeder Grenzübertritt einzeln und dann nochmal bitte GOB-konform, was aktuell nicht machbar ist. Man muss zusätzlichen Aufwand betreiben und das Ganze nochmal zusätzlich abspeichern und so weiter. So, und jetzt fragt ihr, ganz ketzerisch ihr, ja, was ist denn, Christian, kann ich denn auch den Amazon-Berechnungsservice einfach anhaken? So, verstehe ich, weil das ja da ist. Und weil das leicht ist. Und ich verstehe das deshalb auch, weil sich damit auseinanderzusetzen, da hat man auch echt keinen Bock drauf. Das verstehe ich auch. So. Aber wie war es denn damals bei PanEU? Da musstet ihr auch nur einen Haken setzen. So. Den musst du heute auch nur noch setzen. Das geht ganz schnell. Der Haken geht schnell. Ne? Ja. Und den Haken, den du dann einfängst, den hast du auch schnell. Ne? So. Mhm. Zumindest das ist mittlerweile Gott sei Dank bekannt. Da haben die zum Beispiel die Jungs von Textu ja einen irren Blog hochgezogen, wo ich auch schon mitgeschrieben habe, ganz oft. Das weiß man mittlerweile, dass da zumindest gibt da irgendwas, ne? Das weiß man. Und Amazon-Berechnungsservice nicht. Und das liegt daran, also wir wissen, dass oftmals die Steuern nicht richtig ausgerechnet werden. Das hat man direkt vorwegzunehmen. Das ist dann halt so. Die Frage ist jetzt, wer prüft das? Es wird nicht euer Steuerberater prüfen. Ganz mit Sicherheit nicht. Punkt.
So, ihr werdet zum Steuerberater gehen, ihr werdet eine Buchhaltung bezahlen, die wird eingespielt werden und dann ist weg. Da wird man sich nicht die einzelnen Produkte angucken und schauen, ob da die Rechnung in einem anderen EU-Land oder noch immer richtig geschrieben wurde. Wir stimmen nicht. So, und das Ganze fußt auf dem Thema Zoll. Jetzt bin ich ja, wie der Zufall dazu will, auch noch Fachberater für Zölle, aber ich habe es aus dem Grund auch gemacht, ne? Weil ich verstehen wollte, woher das Ganze so kommt. Ja. Und dann versteht man es. Eine Eintarifierung von Warengruppen, Zoll ist tatsächlich weltweit unik, habe ich vorher noch keine Ahnung von gehabt, ist der absolute Brüller, ja, weil Zoll ist das älteste Steuergewerbe der Welt. Ja. Über 600 DIN A4 Seiten lange, nimm dir einen Katzenkratzbaum, ja, ist der Katzenkratzbaum jetzt ein Katzenkratzbaum, weil er aus Holz besteht und die Katze dran kratzen kann und hochspringen kann und so? Oder ist das ein Katzenkratzbaum, weil der Stoff, der drumherum ist, das Tier dazu einlädt, sich zum Schlafen drauf zu legen? Wird beides unterschiedlich besteuert? Noch wilder ist es, was mir bei der Geschichte einfällt. Du kennst ja diese Pointer, wenn man eine Präsentation hat, ja, diese Laserpointer. Ne? Das ist Büroausstattung, denke ich, ja, irgendwie, keine Ahnung, Büromaterial. Du kannst es aber auch als Katzenspielzeug einführen. Ja, und dann wird es wirklich wild. Ne? Ja, ich hatte Taschen, die, das waren Damenhandtaschen, ja, aber mit Laptop-Funktion, um den Laptop von A nach B sauber zu bringen. Ne? Eine Damenhandtasche, Standard, hat 12% Zoll. Eine Laptop-Tasche, ja, hat 3,5% Zoll. Und da musst du dich mit dem Zoll auseinandersetzen und sagen, ey, nee, das ist ja eine Laptop-Tasche. Und der Zoll sagt, ach was, come on, das ist eine Damenhandtasche. Und dann wird diskutiert, ne? Aber auf Augenhöhe. Genau. Das ist, damit man das so ein bisschen versteht, was Jens sagt, ist halt völlig richtig. Das ist einmal dieses, man hat den Zoll. Ne? Der Zoll hat, also die Aufgabe des Zolls ist eigentlich vorweggenommen, gar nicht Geld zu verdienen, sondern einfach nur Schutzgedanke, inländischer Wirtschaftsschutz, dass nichts eingeführt werden soll, was gefährlich ist. Also eigentlich was total nachvollziehbar ist. So. Und das, was dann noch übrig bleibt, ist, Gebühren zu erheben. Also damit man die inländischen Märkte schützt, Zoll zu erheben. So. Und gesagt, der hat jetzt den Pointer genommen, ich habe den Katzenkratzbaum jetzt genommen. So. Und im Zoll ist es so, dass man guckt, was für einen Stoff hast du und was für einen Zweck. So. Und der Pointer, naja, je nachdem, ne? So. Und je nachdem, was da halt ist, wird er halt unterschiedlich verzollt und auch noch vor allen Dingen, je nachdem, aus welchem Land er kommt. Ja? Weil man möchte gewisse Länder ja auch abstrafen, weil die inländischen Märkte überschwemmen oder so. Das ist dann so ein politisches Ding. Ne? So, das ist nur Zoll. Aber die Umsatzsteuer klebt sich dran. Und der Umsatzsteuerberechnungsservice im Übrigen auch. So, und jetzt stellt euch doch mal die Frage. Also als ich dann in meinem Lehrgang saß, mit meinem fachlichen Leiter, Dennis Schürmann hier, wir haben uns Schrott gelacht, als wir dieses Thema mit dem Katzenkratzbaum so auseinandergenommen. Ich sagte, was will er denn jetzt? Ne? So, weil aus meiner Sicht gesehen, ich bin immer ein Steuerberater, also habe ich da überhaupt keine Schwierigkeiten. Ja, und einer der leitenden Zöllner Deutschlands hat es da ausgebildet und der sagte, wieso versteht ihr das nicht? Das ist doch völlig klar. Die Zweckbestimmung ist eine komplett verschiedene. Ne? So. Damit einem, glaube ich, klar, wie detailliert man etwas abfragen muss, was vermeintlich offensichtlich einfach nur ein blöder Katzbaum ist, und ob das auch so abgefragt wird und ob derjenige, der da schon richtig trifft. So. Und dann kommt dann hinterher ein Steuersatz dabei raus. So, lange Rede, kurzer Sinn. Habt ihr jetzt also ein B2B-Geschäft, ist der Berechnungsservice super. Habt ihr ein B2C-Geschäft? Naja. Und habt ihr ein Produkt, was vielleicht vom Schema F etwas abweicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass es falsch ist. So. Hättet ihr denn gewusst, dass ein Katzenkratzbaum Probleme macht? Oder ein Pointer? Ich bin das Beispiel gut, ich kann es noch gar nicht, aber stimmt natürlich. Ne? So. Also im Endeffekt läuft es auf Folgendes hinaus. Wir dürfen die Maschine dann nutzen und sollten sie auch nutzen. Und um das noch ganz klar zu sagen, keiner hier im Steuerbüro möchte diese Aufgabe machen oder ersetzen oder zurückhaben oder was auch immer. Es ist toll, dass es sowas gibt, aber es kann nur so gut sein, wie die Infos, die man da reinkippt. Und im Steuerrecht ist das immer so,
Man weiß leider immer hinterher erst, ob man die richtigen Fragen gestellt hat. Denn es geht keine rote Lampe an. So, es ist auch keiner, der einen kontrolliert. Und weder Amazon noch eine irgendwie geartete Software, die dazwischen geschaltet wird, haftet dafür. Das macht ihr alles selbst. Die Lösung ist jetzt also die, ja, sucht euch einen irgendwie gearteten Berater eures Vertrauens und guckt, ob das richtig bedient wird. Das kostet Geld, ganz mit Sicherheit. Weil diese Zusatzqualifizierung ist keine Ausbildung, die man selber mal, also die es an sich gibt. Es gibt einen Zöllner, wir haben bald auch einen hier, mit dem wir jetzt auch regelmäßig, also richtigen Zöllner, mit dem wir auch regelmäßig bald Interviews machen würden, aber der macht halt dann wiederum nur Zoll. Und um das steuerliche Experten, die ihr ganzes Leben dann nichts anderes machen als genau das, das ist auch keine Grundausbildung, sondern also kein eigener Beruf, sondern die haben meistens dann eine Sache gelernt, Steuerberater, keine Ahnung, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, glaube ich eher nicht, sagen wir mal Steuerberater, und die gehen dann an dem Punkt weiter. Das heißt, die müssen schon irre 4 Jahre erstmal auf dem Buckel haben und sich in einer Ecke spezialisieren, bis die überhaupt sagen können, ja, ich mache das mal eben. Und die Jungs, die ich dann auch im Hintergrund habe, die für meine Mandanten dann tätig sind, ganz extrem ist das dann beispielsweise bei den Food-Produkten, also bei den ganzen Pulvern, die man so zusammenmischt und Nahrungsergänzungsmittel und so. Die Aufträge lehnen die teilweise schon reihenweise ab, weil die genau wissen, dass was da hinten rauskommt, gerade auch mal eine Momentaufnahme sein kann, dass das richtig bewertet wird und auch wieder hinterher falsch sein kann. Also es ja. ist und bleibt spannend. Ne? Aber mal eben reingehackt. Ja, eher nicht. Also das ist ja so, ich stelle mir das immer so bildlich vor, dann sitzt man denn da, dann hat man eine Steuerprüfung, was du schon gesagt hast, ja, genau wie eine Zollprüfung, ja, das ist für mich ungefähr die gleiche Liga, gerade wenn es dann um Umsatzsteuer geht und Zölle, das knallt ja meistens dann. Und dann fragt dann der Steuerprüfer, ja, sagen Sie mal, und mit welchem Programm schreiben Sie denn jetzt Ihre Rechnung? Und du sagst, ja, wieso wir gar nicht, das macht Amazon. Und das will der nicht hören. Ja, weil da hast du ja im Prinzip, hast du ja alles aus der Hand gelegt. Ja, genauso, wenn du den Zöllner sagst, der Zollverhandlung, die Warentarifnummer, die habe ich nicht rausgesucht, die hat mein Hersteller in China rausgesucht. Auch das will der nicht hören, weil das sind Dinge, das obliegt einfach dir. Und wenn du sagst, du legst es aus der Hand, deine Rechnungsschreibung, dann gebe ich dir vollkommen recht, Christian, dann bist du aber nach wie vor 100% dafür verantwortlich. Das ist deine Sorgfaltspflicht, die erfüllt werden muss. Ne? Und da kennen die auch kein Pardon und das ist auch kein Kavaliersdelikt, das wollen die tatsächlich nicht hören. Jetzt hast du gesagt, ja? Ich würde eine Sache ganz gern sagen wollen. Erstens, man geht davon aus, dass ungefähr 5% aller Umsatzsteuer-IDs, die bei Amazon hinterlegt sind, eh schon falsch sind. So, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass diese ganze Automatik, also ihr könnt mir mit jeder Steuerart um die Ecke kommen und ich würde sagen, okay, da lassen wir uns mal drauf ein. Wenn ihr das selber wisst, was so passiert, dann diskutieren wir das hinterher in der Betriebsprüfung weg. Nehmen wir mal so einen Klassiker. Ihr habt eine Fete geschmissen und es waren zu viele Freunde dabei oder was auch immer, ja, so irgendwie sowas. Das sind die Ertragssteuern. Also Ertragssteuer heißt auf gut Deutsch Einkommensteuer, Gewerbesteuer. Typischer Stoff aus den Betriebsbuchungen. Überschaubar, alles gut. Die Umsatzsteuer hat aber den Nachteil, dass sie die höchste Einnahmequelle des Staates ist. Man muss mir nicht glauben, man gebe einfach bei Google mal ein Steuerspirale Deutschland oder Steuerspirale Europa und schon wird man merken, dass es an Platz 1, the one and only, und danach kommt erstmal gar nichts, nur die Umsatzsteuer ist. Die Frage ist also, wenn es denn so ist, und ich etwas finde, gerade im E-Commerce, wo ein Fehler sich ständig wiederholt, wen würde ich jetzt prüfen wollen? Also entweder nehme ich den Einzelhändler oder ich nehme den Online-Händler, der schön katalogisiert, schematisiert seine Klamotten eingestellt hat und ich finde den Fehler direkt ganz oben. Und der zieht sich jetzt durch alle Jahre. Und ich weiß auch, wo der sich wiederholen wird, weil das ja alles so schön festgeschrieben ist. Ich bin also relativ schnell mit allen Jahren durch, weil der Fehler immer konsequent der gleiche bleibt. Ja, klar. Und dann bei einer Steuerart, die um ein Vielfaches heftiger ist, also ich kann dich ja mal fragen, stell mal vor, Jens, ich würde dir einfach mal die Umsatzsteuerfreiheiten ziehen. Oder ich würde dir sämtlichen gezogenen Vorsteuern
kürzen. Auch im Reverse-Charge-Verfahren. So. Oder alle deklarierten steuerfreien Umsätze mache ich erstmal steuerpflichtig. Wie sieht es denn da mit deinem Puls aus, wenn ich das Ganze jetzt auf 4 Jahre hochziehe? Das ist noch nichts Wildes. Ja, der wäre auf null. Der wäre auf null, weil ich einen Herzinfarkt kriegen würde. So, aber das ist Standard. Ja. So, und dann sage ich, dann, je nachdem von deiner Reaktion, sage ich, oh, hast du das schon immer so gemacht? Seien Sie jetzt mal nicht böse, aber wir machen das jetzt mal auf 10 Jahre, weil ich habe das, also jetzt erstmal nichts Schlimmes, wird man Ihnen dann sagen, ne? Aber ich habe das Gefühl, wir haben Steuern verkürzt jetzt mal. Ob willentlich, also ob das ein Steuerstraftatbestand noch wird, und das ist ehrlich gesagt das Schlimmste, was man haben kann, oder nicht, das lassen wir erstmal außen vor. Wir haben erstmal nur einen Indiz gefunden, wo man sagen kann, sehr wahrscheinlich ist das auch vorher schon falsch gewesen. Also erhöhen wir mal auf 10 Jahre. Und dann werden die Steuern auch erstmal irgendwann festgesetzt. Dann bekommst du dann irgendwann so 80 oder 160 DIN A4 Seiten langen Steuerbescheid. Und dann ist erstmal gut. Und wahrscheinlich auch Schicht im Schacht. So. Und das ist aber das, was immer passiert. Und sehr wahrscheinlich wird der Steuerschaden nach über 50 oder 100.000 Euro gehen. Wird man dann relativ schnell auch sagen, naja, bei der Summe, seien Sie jetzt nicht böse, aber da habe ich an die Kollegen von der Straf- und Bußgeldabteilung ein Standardverfahren. Dann hast du die auch noch an der Backe. So, und jetzt die Ausgangsfrage zurück. Christian, sollte ich eigentlich mal eben ein Tool nutzen? Definitiv nicht. Weil bei allen anderen Sachen, wie mit meiner Fete, die ich vorhin in den Mund genommen habe, kann ich diskutieren. Der Prüfer sitzt am Tisch, wir diskutieren mal weg. Wir einigen uns irgendwie auf die Mitte und gut ist. Bei der Nummer keine Chance. Da wird nicht diskutiert, da wird festgesetzt, da wird hochgerechnet. Man weiß ja, wo was falsch ist. Man muss gar nicht mehr schätzen. Ne? Du kriegst vielleicht trotzdem noch einen auf den Deckel oben drauf und dann ab dafür. Ja. Also diese Dramatik, also dieses Auseinandergehen, hast du nur bei der Umsatzsteuer. Ja. So, und da reden wir noch nicht davon, dass der deutsche Vaterstaat eine Kontrollmitteilung an Polen macht. Und das wird auch geschehen. Das heißt, man wird sagen, ey, hier läuft irgendwie was nicht richtig, wir ermitteln. Oh Gott. Ab nach Polen. So, und auch das passiert ja schon. So, und dann sagt Polen, warte mal. Ab einem Jahr übrigens, also du kommst relativ schnell bei denen in Straftatbestand und dann wird für dich, also gegen dich, mit Bau ermittelt. Die schießen übrigens wirklich scharf, die Polen. Das ist ja alles jetzt, das muss ja alles gar nicht sein, ne? Aber ihr wisst ja gar nicht, ob das eintritt, weil ihr wisst ja gar nicht, was ihr da reinpflegt in das Programm. Das kommt aus der kalten Ecke. Du hast es gar nicht im Blick. Plötzlich stehen die vor der Tür und sagen, hey, da läuft doch was schief. Ja, was? Ich mach das ja gar nicht. Und dann jetzt mal ein Live-Beispiel aus meiner Zeit gerade. Ja? Ja. Weil man ja mal denkt, der Steuerberater, damit verdient ihr ja Geld. So. Jetzt mal andersrum. Dann sitzt ihr freitags. Solche Bescheide kommen grundsätzlich freitags. Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie ganz häufig so. So, und jetzt hast du einen großen Mandanten, mit dem du seit Jahren gut verstehst. Der rastet völlig aus. Ja? Und völlig außer sich, weil der existenzielle Sorgen hat, Ängste hat, jetzt Wochenende ist, die Finanzbeamten nicht zu erreichen sind, weil da nochmal eben auch Säumniszuschläge und Bußgelder nochmal draufstehen, die er sich schon gar nicht leisten kann. Weil er einfach weiß, der ist, wenn das Ding durchgeht, ist der tot. Ja. So. Jetzt mal eine Frage. Schätzt ihr mich denn alles so ein, dass wir da Bock drauf haben? Dass wir dann sagen, ey cool, ich habe nächsten Donnerstag um 11 Uhr für dich einen Termin. Dann habe ich Zeit für dich. Wird nicht passieren. Das heißt, erstmal müssen wir selber wissen, woher kommt der, was ist da los? Wir haben Stress ohne Ende. Wofür denn eigentlich? Wofür? Für gar nichts. So, also wir sind ja keine PCs. Wir haben mit den Menschen zu tun und wir sind alle nicht ausgebildet dafür, Feuerwehrmann zu spielen. Keiner von uns. Und hat überhaupt keine Lust drauf. Also wenn ich die Wahl habe, gut eingetaktete Online-Händler zu haben und mit denen weniger zu verdienen oder schlecht eingetaktete Mandanten zu haben, mit denen ein Vermögen zu verdienen, sage ich dir sofort, ich nehme die erste Wahl. Weil den Stress, der da entsteht, wenn dann noch vor allen Dingen Familie im Spiel ist, also in Form von, der hat Familie, die das hat, Familie, ne? Und dem wird der Bau angedroht, ganz ehrlich, die Gespräche wollt ihr alle nicht führen. Keiner von euch. Und für uns definitiv nicht so, als wenn wir abends die Tür zumachen und sagen, wir fahren nach Hause. Keiner. Die mag es geben, ich gehöre nicht dazu. So, deswegen lehne ich auch Mandanten ab, wo ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die den Teil, also dieses, wir beschäftigen uns ernsthaft damit und gewissenhaft damit, die nehme ich und helfe denen. Und bei denen, wo ich das Gefühl habe, denen ist das eigentlich echt egal, die nehmen wir gar nicht auf. Die können so groß sein, wie sie wollen. Das Risiko, dass da was passiert, ist mir zu hoch.
Und den nervlichen Stress, den möchte ich mir gar nicht. Überhaupt nicht. Alright, wow. Also zusammengefasst, du kannst es nicht empfehlen, den Rechnungsservice von Amazon zu nutzen.